durch. Immer Führung. Die U-Boote der Klasse 212 Alpha. Sechs Torpedorohre mit Nachlademöglichkeit machen aus ihnen ein im Ernstfall tödliches Kriegsgerät. Unabhängig von der Außenluft operieren sie getaucht lautlos wochenlang weltweit. Ein Dutzend Offiziere im 1. U-Boot-Geschwader Eckernförde befehligt die Kolosse. 75% der Kommandanten-Anwärter schaffen es in den Rang des Befehlshabers unter Wasser. Hallo zusammen. Wie wird man eigentlich U-Boot-Kommandant eines supermodernen Schiffes der deutschen Marine? Wir zeigen es Ihnen in den nächsten Minuten. Wir sind dabei, wenn im U-Boot-Simulator geübt wird und auch am Meeresgrund, wenn ein echter Torpedo geschossen wird. Korvettenkapitän Bernd Arjes leitet die U-Boot-Einsatzausbildung. Der erfahrene frühere U-Boot-Kommandant entscheidet mit, wie er in den exklusiven Club der U-Boot-Befehlshaber kommt. Hier, beim 1. U-Boot-Geschwader, erhalten die Profis unter Wasser ihr Fachwissen und im Simulator das Rüstzeug für den Job zwischen Wellen und Meeresgrund. Man muss halt eine gehörige Portion Ehrgeiz mitbringen, denn auch diese Verwendung als Wachoffizier, diese Jahre, die sind nicht immer so toll, denn die bringen auch viele Entbehrungen mit sich natürlich. Und diese Ausbildung, diese weitergehende Ausbildung ist auch sehr, sehr anspruchsvoll. Und man muss auch mit der einen oder anderen Niederlage leben. Und insofern braucht man schon Leute, die Biss haben und Durchhaltevermögen haben, um halt auch dieses Ziel Kommandant auch wirklich nach 5 Jahren, was erst nach 5 Jahren kommt, vor Augen zu behalten. Wer U-Boot-Kommandant werden will, kann sich dafür nicht bewerben. Die bisherige Laufbahn entscheidet darüber. Später unter Stress und Schlafmangel müssen die Kommandanten sich auf ihr Wissen genauso verlassen können wie auf ihren Instinkt. Korvettenkapitän Tastel, früher selbst U-Boot-Chef, bildet die Anwärter aus. Für ihn ist klar, die Männer müssen eines wie im Schlaf können. Das U-Boot operativ einzusetzen, das heißt, den Aufgaben, die ein U-Boot normalerweise vorgesehen ist, entsprechend nachzukommen. Das heißt, die Kommandantenschüler bekommen Aufgaben, die nicht fern der Realität sind und die müssen sie entsprechend erfüllen im Simulator. Gibt es Beispiele? Bis hin zum Waffeneinsatz. Alles, was möglich ist, von der Aufklärungsrolle des U-Bootes im Flachwasserbereich bis hin zur Küstenaufklärung, bis hin aber auch zum komplexen Waffeneinsatz. In der polnischen Marinebasis von Gdynia, dem früheren Gdynia, beginnt die entscheidende Prüfungsfahrt. Es ist Ende November, ein Orkan hat die Einsatzpläne gehörig durcheinandergebracht. Noch liegt das Unterseeboot der Klasse 212 Alpha neben dem Versorger Tender Main. Eine Pier weiter wartet ein polnisches U-Boot aus Sowjetzeiten auf seinen nächsten Einsatz. Dünja ist der deutsche U-Boot-Verband zum ersten Mal. Draußen in der Danziger Bucht ist das Meer breiter und tiefer als vor Kiel. Ideal für U-Boot-Manöver aller Art. Schließlich bessert sich das Wetter. Um 19 Uhr heute Abend werden wir hier in Gdynia in Polen ablegen, Kurs Richtung Eckernförde, Richtung Kiel. Insgesamt werden wir 33 Menschen an Bord sein. Und für einige Kommandantenschüler ist es der Höhepunkt vor ihrem Schritt zum Kommandanten. Abwärts! In der Abenddämmerung erteilt Kommandant Stefan Meyer seiner Besatzung den Befehl, auf den alle gewartet haben. Stillstand! Auf Manöverstation! Auf Manöverstation! U-33 ist voll belegt. 33 Personen von der Stammbesatzung bis zu den Kommandantenschülern und dem Fernsehteam finden in der 56 Meter langen Druckwasserröhre Platz. Tagelang werden sie nun zusammenleben, so gut es geht. Natürlich müssen wir uns erst an die Enge hier auf dem U-Boot der Klasse 212 Alpha erst einmal gewöhnen. Allerdings hat es hier 2 Decks. In der früheren, alten, ausgedienten U-Boot-Klasse war es nur 1 Deck. Aber eng ist es trotzdem.
Tag zusammen. Das Turmlug ist zu. Wir tauchen ab mit Mahlzeiten im 6-Stunden-Takt, 2 Duschen, 2 Toiletten. Wenn es sein muss, kann das U-Boot länger als 2 Wochen getaucht fahren. In der abgekapselten Welt sucht die Technik nach Außenkontakten. Die Besatzung ist chronisch neugierig. Boot wird eingesteuert. Boot wird eingesteuert. Es geht hinab in die Tiefe, im Ernstfall mehrere hundert Meter. Nur bei Extremmanövern spürt man das Absinken direkt. Rechenzentrum Aufklärer Waffe. Die U-Boot-Klasse 212 Alpha gilt als das modernste nicht atomgetriebene militärische Tauchgerät. Stückpreis 500 Millionen Euro. Sein Brennstoffzellenantrieb macht es leiser als alle anderen U-Boote. Eine deutsche Entwicklung. Bis zu 4 Spezialtaucher nutzen ein Torpedorohr auch zum geheimen Aus- und Einschleusen. Bis zu 2 Mann rein, ne? 4. Bis zu 4 Mann. Okay. Nicht nur für Reporter, auch für Kampfschwimmer eine äußerst unangenehme Situation. Alles in Ordnung? Ja. Gut, wir werden jetzt den Bodenverschluss schließen, danach wird das Rohr bewässert und wir werden Druckausgleich herstellen. Alles klar. In späteren Versionen sollen die Taucher hinter dem Turm eine eigene, bequemere Schleuse bekommen. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist die neue Klasse ein technischer Quantensprung. Die alte Baureihe 206 Alpha hier im Hintergrund war rustikal, fuhr mit Diesel- und Elektroantrieb, überall herrschte große Enge. Viele Handgriffe waren nötig, um alle Befehle umzusetzen. Beide Mitte, beide Oman. Solche Bedingungen sind mittlerweile Vergangenheit. Als Nils Kirschall seine Marinelaufbahn begann, gab es nur die ältere Klasse, die mittlerweile ausgemustert ist. Nun will er Kommandant der neuen Klasse werden. Die Prüfungsfahrt wird zeigen, ob er es darf. Als Kommandantenschüler wird ihm in den nächsten Tagen alles abverlangt. Doch darauf hat er jahrelang hingearbeitet. Klar machen zum Schnorcheln, Boot mit Diesel durchlüften. Klar machen zum Schnorcheln, Boot mit Diesel durchlüften. Mit beinahe unbegrenzter Reichweite ist die deutsche U-Boot-Waffe ein Global Player. Die Ost- und Nordsee als Einsatzgebiet, das war einmal. Längst patrouillieren sie mit NATO-Auftrag auch im Mittelmeer. U-33-Kommandant Stefan Meyer wird nun Nils Kirschall und dessen Kollegen Lars Gössing für Stunden das Kommando anvertrauen. Als sogenannte Kommandanten des Tages müssen sich die Anwärter in dieser Aufgabe beweisen. Die sonnigen Minuten im Turm täuschen. Der Job unter Wasser ist hart. Wer sich darauf einlässt, ist stolz darauf, auch wenn es kein Atom-U-Boot ist. Ein Atom-U-Boot ist sicherlich grundsätzlich zu unterscheiden aufgrund seines Antriebes halt. Es hat ja nahezu unbegrenzte Reichweite. Das heißt, die Stehzeit in See, die ein Boot ununterbrochen in See sein kann, ist sehr viel länger. Das sind teilweise bis zu 90 Tage lange Patrouillenfahrten.
die können wir sicherlich mit dem konventionellen U-Boot nicht erreichen. Wir müssen halt immer wieder mal nachtanken, ob das jetzt Reaktanten sind, also Sauerstoff, Wasserstoff für die Brennstoffzelle oder Diesel. Wir müssen halt öfter nachfüllen, sage ich einfach mal. Der Vorteil von konventionellen U-Booten ist natürlich, sie sind nahezu geräuschlos, wenn sie im Batteriebetrieb fahren. Und bei einem Atom-U-Boot sind immer Kühlpumpen am Laufen, um den Reaktor quasi zu kühlen. Die kann man nicht einfach abschalten. Das heißt, dort ist sind Grundgeräusche vorhanden, die man nicht vermeiden kann. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit von nuklear angetriebenen U-Booten ist natürlich deutlich höher. Die können dann dementsprechend auch in einer Flugzeugträgergruppe mitfahren. Das würden wir sicherlich nicht leisten können. Aber der Einsatzzweck von konventionell angetriebenen U-Booten ist auch ein anderer. Die sollen halt an Schwerpunkten eingesetzt werden, um Seeräume zu kontrollieren. Und der Schwerpunkt liegt nicht so sehr auf einer schnellen Transitgeschwindigkeit. Wo waren Sie mit dem U-Boot schon? Mit diesem U-Boot hier waren wir schon so ziemlich überall in der Ostsee. Wir waren im Skagerrak oben in Norwegen. Wir waren im Mittelmeer, Biskaya, vor England. Ja. Zivilpassagiere an Bord sind selten und werden höflich geduldet. Ihr Spitzname? Badegast. Entschuldigung, Entschuldigung. Feuerbekämpfung im U-Boot, ein Katastrophenszenario, das täglich zu verschiedensten Uhrzeiten geübt wird. Der Smoot muss mit ran und alle, die wach frei haben. Im Ernstfall wäre das Boot voller Rauch. Alle Handgriffe müssen blind sitzen. Das Löschmanöver läuft routiniert ab. In der Messe im unteren Deck läuft die Zeit. Vor den Torpedorohren steigt der Feuerlöschtrupp in seine Kombis. Feuerlöschmittel werden klargemacht. Niemand meckert, selbst wenn sie aus dem Schlaf gerissen wurden oder unter der Dusche waren. In einer Notlage sind ihre Schnelligkeit und Einsatzbereitschaft ihre Lebensversicherung. Die Übungen, Rollen genannt, sind Teil des Alltags unter Wasser. Sogar das Undenkbare wird geübt, das schnelle Verlassen eines U-Boots. Tief unter dem Meeresspiegel, genauso wie auf Meereshöhe, beispielsweise durch einen Sprung vom Turm. 3 Tage pro Jahr trainieren die U-Boot-Besatzungen das Rettungsprozedere in Neustadt-Holstein. Die Bedingungen sind äußerst realistisch. Ein Spezialrettungsanzug erlaubt Notaufstiege vom Meeresgrund. In der Schwimmhalle üben alle U-Boot-Fahrer, mit dem sperrigen Gummiteil klarzukommen. Das schnelle Anziehen mit ständig steigendem Schwierigkeitsgrad will geübt sein. Ein bisschen Schweiß. Ist mit Schweiß. Spitz, aber hier. In 2 Minuten muss man das Ding anhaben. Eine Hand an die Flasche. Und eine Hand an die Maske. Da rein. Einen großen Schritt nach vorne machen. Reinspringen und Flasche aktivieren. Los geht's, komm! Maske festhalten. Maske fest. Der Anzug kühlt kaum aus. Im eiskalten Wasser heißt das, Überleben für 24 Stunden gesichert. Rettungsinsel demonstrieren die U-Boot-Fahrer professionelle Ruhe. Alle Kursteilnehmer wissen, wer hier drin ist. Für den sind die Rettungschancen deutlich gestiegen. Jetzt sind wir echt voll hier. In
der U-Boot-Sektion am Grund des Tauchturms ist das Szenario so lebensnah wie möglich. Im Ernstfall muss sich die Besatzung zu den gelb verkleideten Notausstiegsluks vorarbeiten und dann auftauchen. Schnell ist in der Hitze bei extremer Feuchtigkeit, steigendem Wasser und Dunkelheit vergessen, dass es sich um eine Übung handelt. Der Ausbilder gibt letzte Tipps vor dem Auftauchen vom simulierten defekten U-Boot am Meeresgrund. Die Marinetaucher helfen den U-Boot-Fahrern, die freiwillig das Aufsteigen vom Grund des Tauchturms üben. Aus 30 Metern Tiefe jagen sie nach oben, 2 Meter pro Sekunde. Erlaubt ist der bojenartige Aufstieg nur nach einem zusätzlichen Lehrgang. Falsches Ausatmen bei dem Höllenritt ist riskant. Es drohen Lungenriss und Taucherkrankheit. Eine gründliche Untersuchung nach jedem Übungsauftauchen ist Pflicht. Die Reflexe müssen stimmen, sonst geht es in die gelbe Dekompressionskammer zur Bekämpfung der Taucherkrankheit. U-Boote hat die Marine nicht, obwohl die U-Boot-Klasse 212 Alpha hunderte Meter tief tauchen kann. Die Marine verlässt sich auf Technik und Material. Das Können der Besatzung und die orangen britischen Rettungstaucherkombis für maximal 30 Meter Tiefe. Langsam senkt sich der scheue Wal aus Stahl hinab. Auf Spähkurs. Dann verschwindet der Turm. Für Ahnungslose ist das U-Boot in den Wogen nun kaum zu erkennen. Nur Stahlschnorchel und Optik ragen aus den Wellenkämmen. Darunter leben 33 Menschen ihren eigenen Rhythmus und erkunden und belauschen ständig ihr Umfeld. Jetzt sind wir wie tief? Jetzt sind wir auf Zero-Tiefe. Zero-Tiefe bedeutet 13,5 Meter. Es ist halt wichtig, dass das Zero jetzt quasi so wenig rausguckt wie möglich, aber immer so weit wie nötig, dass der Wachoffizier, der hier am Zero steht, dementsprechend einen Überblick über die Lage hat. Schwierige Situation im Augenblick? Nicht schwieriger als sonst. Wir trainieren das ja regelmäßig. Die Wetterbedingungen gerade machen das nicht gerade einfach, aber wir sind natürlich auch für solche Situationen gerüstet und können das dementsprechend gewährleisten. Auf einen weiteren Kommandantenschüler kommen entscheidende Stunden zu. Als sogenannter Kommandant des Tages muss Lars Gössing schwierigste Situationen ohne Gefahr für Schiff und Besatzung bewältigen und einen Torpedo ins Ziel bringen. So sieht es der Ausbildungsplan vor. Am Kartentisch wird der Kurs protokolliert und zusätzlich zum Computer klassisch nachberechnet. Getaucht geht es am Wrack der Wilhelm Gustloff vorbei. Ja, an der Stelle müssen wir jetzt auch darauf achten, wenn wir das Wrack der Wilhelm Gustloff passieren, ne? Steuermann, dass wir da entsprechenden Passierabstand einhalten. Aber wir stehen ja auch gut nördlich davon, von daher sollte das ja alles gar kein Problem darstellen. Ein russisches U-Boot hatte das Flüchtlingsschiff im Zweiten Weltkrieg versenkt. Nach Steuerbord auf 300 gehen. Für den U-Boot-Boss in Spee beginnt die vielleicht stressigste Zeit seines Lebens. Bleibt da noch Zeit für Träume? Man träumt auf jeden Fall noch von anderen Dingen als nur vom U-Boot-Fahren. Natürlich ist es so, dass einen das momentan den ganzen Tag über beschäftigt und man die Dinge dann halt auch in der Nacht noch weiter verarbeitet. Aber in aller Regel, wenn die Müdigkeit so stark wird, dann lässt der Geist dann auch frei und dann hat man noch andere Dinge mal im Kopf. Wollen Sie das immer werden? U-Boot-Kommandant?
Das war ein Traum, ja. Also seit ich bei der Marine bin und das erste Mal U-Boot gefahren bin, war das mein Traum, U-Boot-Kommandant zu werden. Das auf jeden Fall. Der Prüfer kommt an Bord. Der Perstrans, der Personentransfer im offenen Meer, stellt seine eigenen Anforderungen an die Marinesoldaten. Weil es auf dem U-Boot so wenig Platz gibt, setzt Korvettenkapitän Arias vom Versorger Main über. Der Wellengang ist am Limit. Der Ritt über die Dünung zu U33 verlangt gute Nerven. Keiner will länger als nötig in der kabeligen See unterwegs sein. Spätestens jetzt ist jeder hellwach und ein bisschen nass. Der Prüfer wird ungeduldig. Warte mal, die soll das scheiß Schiff stationieren. Ich will nicht herkommen zum Schlauchboot fahren. Das aufgetauchte U-Boot hat sich in den Windschatten des Versorgers Main gedreht. Das Anlegen und Umsteigen ist umständlich und schwierig. Schließlich ist der Ausbilder an Bord. Umgezogen und trocken verfolgt er später in der Kommandozentrale die Aktionen des Kommandantenschülers. Wegen feindlicher Ortung des Seerohrs darf es nur sekundenlang aus dem Wasser ragen. Der angehende Kommandant muss sich blitzschnell merken, was er in diesem Zeitraum entdeckt hat. Durch. Überführung. Ja, 015 einfahren. 015 fährt ein. Memory für U-Boot-Kommandanten. Ja, die Sicht ist gut. Angenommene Sicht im Seegebiet sind 9000. Look in der Seeraum 5 Minuten. Angenommen schnellste Fahrzeuge im Seegebiet. Schnellboote, Gefahrenkreis 1500. Bei der Seeraumüberwachung habe ich 3 Fahrzeuge gesehen. Unsere 3 Perex-Teilnehmer, Main, Fehmarn und Ammersee. Seerohr 15 vorfahren auf SIS 88, den Main. Kontrollblick auf Tender Main. Der Ausbilder stoppt alle Ausblicke mit. Der Schüler im Prüfungsstress. Ja, ich habe jetzt mal 7 Sekunden etwa zwischen den Blicken. Kontrollblick auf die Ammersee. Ja, die Ammersee hat manövriert. Ammersee jetzt Lage 0, kommt von 8 raus auf. Ja, da werden wir nicht mehr wegkommen. Alle Ausfallgeräte einfahren. Ammersee jetzt vor Max. Ja. Reduziere den Gefahrenkreis, wir kämpfen bis zum Schluss. Reduziere Gefahrenkreis für die Ammersee auf 5, um 300 auf 500. Fehmarn, zwei nochmals wieder ein. Ja, Abstand. Und nochmal ein kurzer Kontrollblick auf die Fehmarn. Jetzt Kontrollblick auf die Ammersee. Eingespiegelt jetzt bei 650. 600. Ja, schnell auf 40 Meter gehen. Seeraumüberwachung. Backbord quer, rechts voraus, Steuerbord quer, rechts achter raus, einmal rum. Ja. Weiter, ich kann noch. Jo. Achter raus. Ja. Der Ausbilder hält alle kritischen Momente fest. Ein schwerer Fehler und der Schüler wäre durchgefallen. Ja, bei der Seeraumüberwachung habe ich kein neues Fahrzeug gesehen. T1, T2-Verfahren ist nicht möglich, da wir 2 Fahrzeuge im doppelten Gefahrenkreis hatten. Ja, wir sind runtergegangen aufgrund. Ja. Der Tatsache, dass die Ammersee manövriert hat und 8 daraus aufkam, da war keine Reduzierung mehr möglich. Wenn wir unten sind, werden wir so schnell wie möglich wieder Seerohrtiefe vorbereiten, um wieder hochzugehen. Ammersee jetzt 025, 020. Auf dem Tender Main weiß jeder, wie schwer die Prüfung ist. Das Katz-und-Maus-Spiel am Gefahrenkreis geht weiter. Dort treibt man den Kommandantenschüler nach allen Regeln der Kunst in die Enge. Für jedes Überwasserfahrzeug ergibt sich für ein U-Boot ein sogenannter Gefahrenkreis. Der Gefahrenkreis berechnet sich aus der Geschwindigkeit des Überwasserschiffs und der Geschwindigkeit des Unterseeboots selber. Der Gefahrenkreis ergibt sich aus der Strecke, die addierte Geschwindigkeit
innerhalb von einer Minute überbrücken kann. Das heißt, der Gefahrenkreis für die Main mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14 Knoten für diesen Fall ergibt ungefähr 800 Yards, die in einer Annäherung innerhalb von einer Minute überbrückt werden. Von daher ist der Gefahrenkreis hier im Radar zu Übungszwecken eingegeben für uns 800 Yards. Dieser Gefahrenkreis darf das U-Boot nicht eindringen, weil eine Minute wird es brauchen, um auf eine Sicherheitstiefe zu kommen, in der dann der Main über das U-Boot hinweglaufen kann. Das heißt, der U-Boot-Kommandant muss darauf achten, dass sich kein Fahrzeug näher als eine Minute an ihn annähert. Sonst würde es scheppern. Sonst würde es scheppern, das U-Boot würde beschädigt, gegebenenfalls auch der Main, das gilt natürlich zu vermeiden. Mit mehreren Überwasserfahrzeugen, die auf unterschiedlichen Kursen hin und her fahren, wird es natürlich für den U-Boot-Kommandanten schwierig, für alle Fahrzeuge permanent den Gefahrenkreis unter Kontrolle zu bringen und zu organisieren, welches Fahrzeug er wann angucken muss und wie er auf welche reagiert. Im Rahmen der Ausbildung eröffnen wir ihm bestimmte Tore zwischen den Gefahrenkreisen, die er aufgrund der Lagevorstellung finden muss, durch die er hindurchfahren kann, die sich aber entsprechend auch wieder schließen. Also Schlupflöcher. Das heißt, wir erwarten von ihm, dass er die Schlupflöcher findet, die Schlupflöcher nutzt und seinen Auftrag ausführt, sich zum Beispiel von A nach B zu bewegen, auf Seerohrtiefe zu bleiben und sich in keinem Fall unnötig auf Tiefe begeben zu müssen. Allerdings natürlich auch sich und das Boot keiner Gefahr auszusetzen. Stress. Stress ist hier gefragt in erster Linie. Wir prüfen hier die Stressresistenz der U-Boot-Kommandanten, die Möglichkeit, eine Lagevorstellung zu entwickeln und zu halten, auch wenn diese sich häufig ändert. Die Ammersee bitte auf 260 mit 12, die Fehmarn auch auf 260 mit 14 Knoten. Konzentriert verfolgen die Offiziere, wie Schüler Gössing auf ihre Blockaden und Einkreismanöver reagiert. Ein Katz-und-Maus-Spiel um die Karriere. Er hat jetzt Stress, und zwar wird der Stress jetzt simuliert sozusagen durch ankommende Fahrzeuge. Er muss versuchen, sich ein Lagebild zu erstellen. Im Gegensatz zu mir, ich bin ja dafür da, dass die navigatorische Sicherheit hier bestehen bleibt, kann ich mir mein Lagebild einfach über das Radarbild machen, was er natürlich nicht kann. Er versucht, sich das komplette Lagebild über das Seerohr zu machen und muss natürlich die ganze Zeit die Peilung, den Abstand, die Kursänderung der Schiffe beachten. Auch U-33-Kommandant Stefan Meyer macht sich Notizen. Viele Augen sind auf den Schüler gerichtet. Computer speichern alle Bewegungen des U-Bootes. Eine Führerscheinprüfung ist im Vergleich dazu ein Klacks. Der Stresstest am Gefahrenkreis ist beendet. Die Anspannung entlädt sich in einem Lachen. Erste Manöverkritik hinter verschlossener Tür. Okay, wie war's? Ja, vorne, ne, mit drei Fahrzeugen da im doppelten Gefahrenkreis. Also das hat schon, das war anstrengend, aber ja. Ja, wollen wir sehen. Muss man halt am Ende trotzdem runter, ne, aber. Ja, kommen wir gleich zu. Also zu Minute 29 haben die manövriert. Waren die erstmals anlaufend, hast du die gesehen? So sah das aus hier. Ja. Hast dich also richtig stationiert. Gemerkt, das wird halt eng mit den Blicken. Ne? Also wenn die in der dichten Abfolge kommen, dann muss man sich halt schon überlegen, wie lange man investiert für jedes einzelne Fahrzeug. Man muss Bug und Lage natürlich sicher erfassen, aber dann muss es gleich weitergehen zum nächsten. Aber hast du auch richtig gemacht. Das heißt, ich hätte dich einmal gefragt, da waren 21 Sekunden, das ist schon relativ knapp. Ne? Minute 37 hat die Fehmarn manövriert. Das war alles in Ordnung. Schnell gesehen, schnell gehandelt, Ruder gelegt und so weiter. Wenn es schnell gehen muss, dann nochmal eine 20er Ruderlage, dann fängt es auch an. Und dann aufpassen, nicht überdrehen, dass man halt schnell genug wieder aufkommt. War gut. Die Anlage hast du genutzt. Ist ganz gut, wenn da das Lagebild da steht und man gucken kann. Danach wurde es ja richtig eng. Ja. Ja? Das passte gerade so eben. Da war genau eine Lücke, die hast du auch gefunden. Was gut war, dass du dabei die Nerven bewahrt hast. Also hast weiter dich ordentlich artikuliert, Befehls- und Meldsprache angewandt. Denn das ist halt relativ wichtig für die Besatzung, dass sie Vertrauen haben, und, weil du der Einzige bist, der rausguckt. Und die müssen fühlen, dass du das im Griff hast. Und das Gefühl hast du denen gegeben. Das war sehr gut. Dann hat es nachher zur Minute 41, haben die nochmal manövriert. Da sah das dann so aus. Ja, das war auch in Ordnung. Also es war schon eine ziemlich schwere Übung. Und wie gesagt, was wir halt sehen wollen, ist, dass ihr die Nerven bewahrt. Das hast du gemacht. Ja. Und das war auch vollkommen in Ordnung. Der Smooth sorgt ein Deck tiefer für Nervennahrung.
Alle 5 Stunden gibt es eine frisch zubereitete Mahlzeit. Gute Küche, gute Stimmung. Wer kann, holt sich danach eine Mütze Schlaf. In der neuen U-Boot-Klasse hat fast jedes Besatzungsmitglied seine eigene Koje. Noch immer ist das Leben an Bord eines U-Bootes entbehrungsreich und eng. Handtücher trocknen auch vor dem Torpedorohr. Der Proviant staut sich in allen Ecken und Winkeln. Selbst nach fast 100 Jahren U-Boot-Geschichte zwischen diesem Bild in der Kieler Förde und U-33 gibt es weiterhin Situationen an Bord wie vor vielen Jahrzehnten. Nur oben im Turm auf der Fahrwache gibt es Gischt und Fahrtwind. Ein luftiger, aber oft äußerst ungemütlicher Arbeitsplatz. Jeder Offizier hat hier vor seiner Berufung zum U-Boot-Kommandanten viele Nacht- und Tagwachen bei Wind und Wetter erlebt. Erst als Befehlshaber des Bootes wird er es vielleicht genießen können, in dem engen Ausguck zu stehen. Übungstorpedo dümpelt aufgetaucht im Wasser. Im Ernstfall hätte das Geschoss das angenommene Ziel, den Versorger Main, innerhalb von Minuten versenkt. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Ein Torpedoschuss, ein kompliziertes Verfahren, das von der Besatzung alles abverlangt, wie hier in der mittlerweile ausgedienten U-Boot-Klasse 206 Alpha. Torpedo 7 hat hörbar das Rohr verlassen. Jo. Sicher. Der Übungstorpedo hat keine Sprengladung, sonst unterscheidet sich der Unterwasserangriff nicht von einem echten. Selbst für U-Boot-Fahrer ist das Schussprozedere eine Seltenheit. Wie oft machen Sie das? Ein Torpedo abschießen, also ein Übungstorpedo abschießen? Im Jahr so grob über den Daumen, 5-mal, 10-mal, 20-mal? Oh, höchstens einmal im Jahr. Das kommt nicht sehr oft vor, deswegen ist für die ganze Besatzung auch ein besonderes Ereignis. Die Übungstorpedos vom Typ DM2A4 sind 8 Meter lang. Stückpreis 1 Million Euro. Spitzname Aal. Bis zu 12 Torpedos kann das U-Boot schießen. 2 würden genügen, um einen Flugzeugträger zu versenken. Der Funker würde dem Kommandanten den Schussbefehl überbringen. Anschreiben? Oh ja. Grundsätzlich kriegen wir alle Einsatzbefehle per Fernschreiben. Aus. Das ist wie so ein Fax. Das wäre zum Beispiel auch direkt aus dem Flottenkommando dann, aus Glücksburg. Oder wenn wir im NATO-Einsatz wären, das ist auch ein NATO-Hauptquartier beispielsweise. Und die kommen dann entweder per Satellitenverbindung oder über Längstwellenverbindung bei uns hier im Funkraum an. Hier drin? In diesem Funkraum, genau. Und das ist ein Code, den Sie dann abgleichen müssen mit einem anderen Code? Oder gibt es dann nur einen unmissverständlichen Code? Naja, man kann sich ja nicht vorstellen wie in einem Film, wo ich quasi so eine Codekarte aufbreche. Das ist verschlüsselt, das ist einmal sendeseitig verschlüsselt und wir haben den gleichen Schlüssel auf der Empfängerseite. Die Aufgaben unter Wasser sind breit gestreut. Big Points, also Aufträge, die wir bekommen können, wären Aufklärungsaufträge vor Hafeneinfahrten aufzuklären, Schiffsbewegungen zu melden in bestimmten Bereichen, Engstellen zu kontrollieren, bestimmte Schiffe vielleicht zu beschatten. Das sind so Aufträge, die durchaus denkbar sind. Auch der Kommandantenschüler weiß genau, welche Aufgabe jetzt auf ihn zukommt. So, wir warten jetzt nur noch auf die Schusserlaubnis vom Tenor Main. Wir haben ihm unsere aktuelle Peilung von ihm gegeben. So, wir haben die Schusserlaubnis. TO1 Lagerprüfung in Ordnung. Ja, Rohr 1 bewässern, Druckausgleich herstellen, Mündungsklappe Rohr 1 öffnen, Fertigschalter legen. Rohr 1 bewässern. Herstellen, okay, Togan, wie sieht's aus? TO1 auf SIS 88 ist abfeuerbereit bis auf Abfeuererlaubnis. Reiche Entfernung ist in allen Fahrstufen gegeben. Ja. Rohr 9 los. Die Brücke auf dem Versorger Main ist informiert. Der Torpedo soll genau unter ihm durchlaufen und dann auftauchen. An alle Stellen. Angriff auf Überwasserziel SIS 88 mit Torpedo DM2A4 im Verfahren ZDV. Tokon 1, Schusserlaubnis TO1 auf SIS 88.
Iltis 6 an Main. Ein Unterwassertelefon sorgt für zusätzliche unmissverständliche Kommunikation mit dem angenommenen Ziel. Jeder Kommandantenanwärter muss einen Aal abfeuern. Das Geschoss wird mit Druckwasser aus dem Torpedorohr ausgestoßen und läuft 3 Meter vom U-Boot entfernt mit eigenem Elektroantrieb los Richtung Ziel. Experten machen im Computer alle Schussdaten sichtbar und analysieren sie. Hier sehen wir gerade das aktuelle Lagebild, in dem sich U-33 im Norden des Übungsgebietes befindet. Im Süden sind die beiden Einheiten Tendermain und Ammersee, obwohl in diesem Falle gerade Tendermain das Ziel darstellt. Torpedo ist jetzt von U-33 abgeschossen worden, schwenkt über Backbord ins Zielgebiet im Süden ein. Hier unten erkennen wir das Zielerwartungsgebiet, in dem der Torpedo das Ziel, den Tendermain, auffassen wird und einen Unterlauf erzeugt. Das heißt, er fährt unter dem Tendermain her. Das Runde ist das Ziel, das ist das Torpedo-Auge, das Panorama, was man sich hier einblenden kann, und so sieht der Torpedo das Ziel. Und so sieht man das gleichzeitig im U-Boot? Richtig. Läuft er ohne Kabel, läuft er mit Kabel? Der Torpedo wird an einem Kabel zusätzlich noch gelenkt und gesteuert. Wer ist ein Treffer? Ja. Da hat man generell keine Chance, als Zielschiff sich vor dem Torpedo zu verstecken. So, wir erkennen jetzt hier die Peilung. An diesem Punkt müssen wir abbrechen, weil die Daten jetzt voll und geheim sind. Und so sieht ein echter Torpedotreffer aus. Genau unter dem Ziel zündet der Sprengsatz. Wenig später ist das Schiff verschwunden. Durch den Magnetzünder wird dieser Torpedo praktisch so 3 bis 4 Meter unter dem Schiff detoniert. Also er detoniert unter dem Schiff. Dadurch bildet sich eine Blase, die das Schiff in sich anhebt, in diesem Punkt. Das ist meistens mittschiffs, da Schiff den größten Druckpunkt oder auch Magnetpunkt in der Mitte des Schiffes hat, und somit wird er in der Mitte angehoben. Der biegt sich dann praktisch durch, hebt sich an, fällt wieder in diese Blase hinein und bricht dann praktisch nochmal durch, wie so ein dünnes Blech, was man ein paar Mal hin und her biegt und dann mit durchbricht. In diesem Fall ist es dann einmal und dieses Schiff bricht mitten durch und geht an die Tiefe. Also gar keine Chance im Prinzip. Der Kommandantenschüler muss mit dem Übungstorpedo treffen, sonst ist er durchgefallen. Aber alles klappt. An allen Stellen, hier spricht der Kommandant des Tages. Zur Information für die Besatzung, wir haben soeben Tendermain mit unserem Torpedo 2-mal erfolgreich bekämpft. Bedeutet, wir haben ihn 2-mal unterlaufen. Tendermain wird jetzt den Torpedo bergen. Und nach Abschluss des Bergevorgangs des Torpedos ist dieser Schussanlauf für die heutige Nacht auch beendet. Und nach all der Anstrengung haben wir uns auch dann in die entsprechende Ruhephase verdient. Danke für die Unterstützung und Wegtreten von Gefechtsstation, es wäre die Steuerbordwache. Besatzung, Wegtreten von Gefechtsstation, es wäre die Steuerbordwache. Beim Versorger Tendermain ist das Manöver noch nicht vorbei. In einem Spezialbergeboot machen Froschmänner Jagd auf den Torpedo-Dummy von U-33. Das lateinische Wort Torpedo steht für den Zitterrochen, einem Fisch, der lähmende Schläge austeilen kann. Die Ostsee ist kalt, aber immerhin die Sicht ist gut. Auch bei nächtlichen Schussübungen müssen die Taucher den Boliden möglichst schnell einfangen, bevor er in Wind und Strömung wegdriftet. Der Signalanstrich täuscht. Die aufgetauchte Übungswaffe ist top secret. Unter der Hülle schlummert zwar kein Sprengstoff, aber deutsche Hochtechnologie. 1 Tonne wiegt der Schwimmkörper. Bis zu 12 Torpedos kann das U-Boot verschießen. Dann ist der Aal eingefangen. An Bord des Tenders Main wird er in einer Woche wieder für das U-Boot einsatzklar gemacht. Auf U-33 ist inzwischen klar, die U-Boot-Schüler haben bestanden. Alle Bewertungskriterien liegen im grünen Bereich. Fühlen Sie sich denn als Elite, Herr Gössing? Also als Elite, das wäre etwas übertrieben, aber es ist auf jeden Fall was Außergewöhnliches.
Und ja, auch ein besonderer Beruf, den nicht jeder wahrnehmen kann. Und man hat schon das Gefühl, dass man etwas Außergewöhnliches macht. Aber Elite würde ich nicht sagen. Herr Kirschall, jetzt haben Sie es ja auch geschafft. Sie sind jetzt auch bald Kommandant eines U-Bootes. Erfüllt einen das mit Genugtuung? Also es gibt halt schon eine gewisse Freude, dass man dieses Ziel erreicht hat. Also für mich war es halt auch schon ein Jugendtraum, zur See zu fahren. Und wenn man jetzt so lange in einem Team zusammengearbeitet hat auf einem Boot, dann ist es natürlich irgendwann auch das Ziel, dieses Team führen zu dürfen. Und da freut man sich natürlich, wenn man dieses Ziel erreicht hat. Ist der einzige Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte, dass man vielleicht nur maximal 3 Jahre fahren darf als Kommandant, Herr Mayer? Ja, das ist sicherlich eine Begrenzung nach oben hin, die relativ fest gesteckt ist, aber das war uns von vornherein schon klar, als wir uns hier quasi in diese Zielrichtung bewegt haben, dass wir das nicht, bis wir ins Pensionsalter kommen, quasi machen würden. Aber die 2-3 Jahre, die wir hier fahren können, die sind es durchaus wert. Bald werden die Kommandantenschüler ihr eigenes Boot und ihre eigene Besatzung führen und das maximal 3 Jahre. Danach geht es wieder an Land. Dann planen die U-Boot-Kommandanten ihre weiteren Karriereschritte bis zur Pensionierung. Nach 3 Wochen in der Ostsee ist U33 zurück in Eckernförde. Die Besatzung und die frisch gebackenen U-Boot-Kommandanten wissen, ihr nächster Einsatz bringt sie viel weiter als nach Gdynia. Darauf sind sie vorbereitet. Aber erst einmal gibt es das traditionelle Einlaufbier für alle. Heil und Achtung! Heil und Achtung! Anul! Anul! Bald geht es für die ehemaligen Schüler wieder hinab in die Tiefe, aber dann als alleinige Kommandanten ihrer U-Boote. Herr Mensch, dann. Prost. Prost. Stefan, vielen Dank. Dafür nicht. Danke für die Arbeit. Sehr gut.